So, hallo erstmal. Das ist mein erstes Video von den Skylanders. Heute zeige ich euch den Zap. Wow, sieh mal, wie viele Ballons abheben. Das erleichtert die Fahrtwerkssuche. Die heben nicht nur ab, sondern sie fliegen. Da liegt was ganz furchtbar im Argen. Ach so, das erklärt auch die fliegenden Felsen. Bist du sicher, dass das ein guter Plan ist? So, heute zeige ich euch Kapitel 1, Trümmerinsel. Ich überspringe nichts, dass ihr auch die ganze Geschichte mithören und mit anschauen könnt. So, das ist jetzt Zap. Ein sehr, sehr guter Charakter. So, mit seinem eigenen Skylander kann man viel machen, zum Beispiel durch diese Welt gehen. Mit dem Kreuz kann man schießen. Wenn man ihn aufstuft, kann man auch gegen Sachen schießen und sie kommen zurück. Wenn man den Karo-Knopf drückt, dann kann man so gleiten. Und wenn man drauf schießt, dann wird das elektrisiert, wo die Gegner stecken und zerstört werden. Wenn man auf den Kreis drückt, dann entsteht so eine Wasserwelle, mit der man weitergleiten kann, aber auch einfach so weiterleiten kann, ohne dass man mitgleitet. Ich mag Zap sehr gerne, weil er relativ eine starke Figur ist. Ich habe jetzt mit ihm 5857 Münzen. So, hier kann man zum Beispiel Münzen kaputt machen. Wenn man dann das hier aufnimmt, dann bekommt man eine Münze dabei. Ich grüße dich, junger Portalmeister. Ich, Ion, werde dir helfen. Benutze deinen Skylander, um durch Hindernisse und Trümmer zu brechen. So, immer diese Sachen zerstören, dass man so viel wie möglich Geld bekommt, um sich nachher später neue Attacken überzubringen. Zu den Attacken zeige ich euch, dass ihr die Statistik von Zap, Eis- und Wasserelement, Level 10 und unten drunter stehen, wie viele Münzen er hat. Die Statistik, maximal Gesundheit 520, Tempo 50, Rüstung 24, kritischer Treffer 30, Elementarkraft 32. Seine Kräfte habe ich so gut wie alle, außer die Hauptrüstung. Blitzatem, das ist die Primärattacke, die Zap hat. So, drücken wir mal auf das Dreieck und boom. Und gehen wir mal schauen, was sie in dem Dorf so sagen. Alte Stadt. Ja, das kann ich. Schauen wir schnell, ob es sonst nichts anderes gibt, um Geld zu bekommen. Nein, gibt es hier noch nicht. Schlüssel rein und Leute können kommen. Bitteschön. Hier seht ihr eine Truhe. Wenn ich hier meinen
R-Knopf hin und her bewege, dann öffnet sich ein Schloss nach dem anderen und nachher kommt sehr, sehr viel Geld raus. So, schauen wir mal hier, was hier so gibt. Hier gibt es noch nichts. Ich drücke immer auf den Karo-Knopf, um es ein bisschen schneller zu machen, sonst dauert das ein bisschen zu lang. Aha, hier haben wir einen Schlüssel. Kann ich auch nicht weiter. Dann gehen wir mal hier hinten schauen, was die sind. Fahre nach vorne und ab und schon ist es auf. Zerstöre ich mal schnell diesen Gegenstand, um das Geld rauszunehmen. Ja, lass mich mal einfach nur drauf drücken und schon geht es, wie wenn der Skylander mega stark wäre. Achso, nochmal, das kommt ja dann nicht vorbei. Bitteschön. Gehen wir mal weiter. Aha. Achso, ja, diese schiebe ich. Na, und die da nach vorne und schon komme ich vorbei. Das ist also ein Sprungkissen? Cool. Ah, hier ist eine Schriftrolle. Schauen wir mal, was drin steht. Interessant. Hier rüber. Ach, bla, und hier das Geld. So, hier ist Flynn. Siehst du den Wirbelsturm? Ganz schön heftig! Aber ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt. Wow. Da fliegt der Zap. Schauen wir mal, was hier denn so Schönes, was es hier so Schönes gibt.